Ja, geschätzte Anwesende, freut mich sehr, dass ich heute zu diesem Thema agile Organisation zu Ihnen sprechen kann. Man hört immer wieder so Gerüchte eigentlich, was es das heißt und warum, was bedeutet das jetzt noch, jetzt kommt diese Agilität. Das Beste, was ich kürzlich gehört habe, ist, als mir jemand gesagt hat, ja, das ist doch Esoterik. Hör mir doch auf mit dem, und das hat uns jetzt gerade noch gefehlt im Geschäft. Und genau das möchte ich heute mit Ihnen anschauen. Warum kommen agile Arbeitsmethoden? Was heißt das überhaupt im geschäftlichen Kontext? Da möchte ich ein paar Gedanken dazu bringen und auch zeigen, wie wir das bei Swisscom umsetzen. Fundamentale Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung. Ich glaube, das ist das Thema, was heute des Langen und Breiten behandelt wurde. Da möchte ich gar nicht allzu viel sagen. Ich habe aber ein paar Zahlen mitgebracht. Ich bete Ihnen jetzt nicht den Geschäftsbericht von Swisscom runter, um das geht es nicht. Aber ich möchte Ihnen einfach zeigen oder vergegenwärtigen, beispielsweise mit dieser Zahl ganz links, mit diesen 55% mehr Datenvolumen innerhalb eines Jahres, mobilen Datenvolumens, wie schnell sich das Business bei uns verändert. Und das ist dann eben auch der Treiber, warum wir so flexibel und agil bleiben müssen oder werden müssen. Wenn Sie, das merken Sie an Ihrem ganz persönlichen Nutzerverhalten. Denken Sie mal an Weihnachten, Neujahr. Da gab es früher immer diese Rekordmeldungen, wie viele Millionen Gruß-SMS wurden jetzt wieder versandt nach Neujahr. Das ist heute eine Nullnummer. Es wird kein einziges dieser SMS mehr versandt. Und wenn ihr denkt, früher war jedes dieser SMS, hatte einen kleinen Umsatzbeitrag zur Folge. Und davon haben wir recht gut gelebt. Und das war ganz ein wichtiges Business für uns. Wenn wir 10 Jahre zurückschauen, dann haben wir damals den gleichen Umsatz gemacht, wie wir heute machen. Der Umsatz ist immer noch gleich. Aber das Business, mit dem wir diesen Umsatz gemacht haben, vor 10 Jahren, das beträgt heute noch 20%. Also das heißt, 80%, 4/5 des ganzen Geschäftes, das ist neues Geschäft. Und für neues Geschäft braucht es neue Fähigkeiten, es braucht neue Strukturen, es braucht teilweise auch neue Leute, es braucht teilweise auch ein sich verabschieden von Bewährtem, von Bestehendem. Und genau darum geht es. Deshalb müssen wir agil sein oder gewinnt die Agilität so eine große Bedeutung. Diese Schlagzeile war kürzlich, fand ich kürzlich in der Zeitung, Swisscom schafft die Chefs ab, also sprich bei dieser ganzen Veränderung jetzt auch noch führungslos, oder? Ist niemand mehr da, der mal richtig Tacheles reden kann und der sagen kann, wie es geht? Ist das jetzt wirklich so? Wie soll das funktionieren? Jeder ist neu Boss, alle arbeiten in Teams, wie kann das gehen? Dahinter, auch da wieder ein Querverweis eigentlich auf die Agilität. In der Agilität verändert sich das Führungsverhalten komplett. Und ich glaube, das merken Sie auch alle, oder viele von Ihnen merken das auch schon, diese mittlere Management-Ebene, die verliert total an Bedeutung. Die Führung geht sehr, sehr stark in den Alltag, sie geht sehr stark in die Teams, sie geht sehr stark zu jedem Mann, jede Frau hat heute eigentlich eine Führungsrolle in der Aufgabe, wo man tätig ist. Das kann auf der einen Seite eine Riesenchance sein, aber sie muss auf der anderen Seite auch gepackt werden, dafür brauchen wir die richtigen Leute und auch darum geht es bei Agilität. Jetzt eben diese vielgesagte Agilität, was ist es eigentlich? Ich habe so 1, 2 Slides hervorgekramt, mit denen wir das thematisieren bei uns. Das hier ist ein Bild und da muss man ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Softwareentwicklung, Produktentwicklung, da kam das eigentlich her. Früher hat das so stattgefunden, wenn ein Softwareprogramm entwickelt werden musste, da ist mal ein Designteam, ein Planteam hingesessen und hat mit dem Kunden zusammen ein Pflichtenheft definiert. Das waren teilweise 37 Seiten lange Dokumente, wo genau geregelt war, was muss das Produkt am Schluss können. Das Produkt wurde dann in Angriff genommen, es ging in die Architekturabteilung, dann kamen die Designer dran, dann wurde es realisiert, getestet, bis hin zum spezifischen Rollout-Programm. Und wenn das nach 17 Monaten ausgeliefert wurde, teilweise dauerte das sogar noch länger, dann war wahrscheinlich das Bedürfnis des Kunden hat sich schon längst verändert. Deshalb hat man das in der Agilität umgekehrt und das ist ein ganz zentrales Stichwort, interdisziplinäre Teams. Man hat die Leute, diese verschiedenfarbigen Tokelis da, die hat man rausgenommen und jetzt interdisziplinäre Teams gebaut. Also sprich, von Anfang an sitzen die verschiedenen Disziplinen gemeinsam an einem Tisch, oft sogar mit dem Kunden zusammen, verstehen, was hat der Kunde für ein Bedürfnisse und beginnen das sehr, sehr schnell in ein Programm, in ein Produkt umzuarbeiten. Es folgt dann sehr, sehr schnell ein erster Prototyp oder ein erstes MVP, ein Minimal Viable Product nennt man das.
Und das wird nachher mit dem Kunden angeschaut. Der Kunde kann das bereits nutzen und nachher wird in mehreren Iterationsschlaufen, Entwicklungsschlaufen, wird es laufend verbessert und wird es weiter bearbeitet. Ich glaube, da drin in diesem Kreislauf, mit diesen interdisziplinären Teams, mit der Ausrichtung auf den Kunden und mit diesen Iterationsschleifen, da steckt eigentlich alles. Steht auch hier auf diesem Slide, das sind für uns die drei Merkmale, die ganz zentral sind. Also Kundenorientierung ist vor Struktur, ist vor allem kommt der Business Value eigentlich. Dann interdisziplinäre Teams, um schnell eigentlich die Problemstellung in Angriff zu nehmen, alle Teams, alle Disziplinen gemeinsam am Tisch und eben eine kontinuierliche Lieferung von Produkten und Services. Das zeigt auch dieses Beispiel hier. Früher wurde eher so entwickelt, ein Kunde hat ein Auto bestellt, der musste 3 Jahre warten oder vielleicht ging das auch ein bisschen schneller, aber er hat eigentlich lange, wenn mal das erste Rad und das zweite Rad produziert war, spürte der noch keinen Nutzen und es kam von daher auch keine Kundenzufriedenheit auf. In der Agilität hat man das umgekehrt, das ist natürlich jetzt exemplarisch gemeint, es ist nur ein Beispiel, ein Kunde, der ein Auto bestellt, ist mit einem Skateboard noch nicht wahnsinnig happy, aber vielleicht schon ein bisschen happy. Und in dieser Zeit wird weitergearbeitet, daraus wird nachher ein Tretroller, es wird ein Fahrrad bis hin schlussendlich zum Auto. Das Entscheidende ist, man ist von Anfang an in Kontakt mit dem Kunden, bindet seine Bedürfnisse laufend in die Produktentwicklung ein und optimiert sein Produkt, bis am Schluss das da ist, was er wirklich gewollt hat. Und wenn sich sein Bedürfnis so verändert hat, dass er eigentlich gar nicht mehr das ursprüngliche Produkt will, dann hat man das eben im Laufe dieser Iterationen auch gemerkt und konnte das auch anpassen. Und das sind so diese Merkmale, also eben diese interdisziplinären Teams, das ist Ausrichten auf den Kundennutzen und eben dieses Erarbeiten in Iterationsschleifen, welches die Agilität definieren. Die Agilität umfasst nicht nur eine Methode oder ein Tool oder eine Art eines Prozesses. Sie durchdringt eben die gesamte Arbeit. Das beginnt ganz oben mit der Haltung, mit dem richtigen Mindset. Wir müssen Leute haben, die umgehen können mit einer Komplexität, die umgehen können mit sich verändernden Verhältnissen. Wir müssen Leute haben, die bereit sind, den Mensch ins Zentrum zu stellen in ihrer Entwicklung. Und Vertrauen, Eigenverantwortung, haben wir schon oft gehört, auch das sehr, sehr zentral. Ich glaube, wir können nicht alle durchgehen, aber ich möchte, dass Sie sehen, es durchdringt diese ganze Abfolge, diese ganze Wertschöpfung eigentlich der Arbeit über die Fähigkeiten hinweg, zu den Prozessen, wie arbeitet man in agilen Systemen. Ein ganz zentrales Element beispielsweise ist ein Backlog. In der Agilität arbeitet man mit einem Backlog, was nichts anderes ist als eine standardisierte Form einer Pendenzenliste. Man arbeitet damit, dass man diese Produktinkremente, eben zuerst das Skateboard, dann das Trottinett etc., dass die ganz klar priorisiert werden. Wofür hat man Ressourcen zu machen? Das gibt dann eben diese PI-Planning, Meetings, wo alle zusammenkommen, auch da wieder interdisziplinär. Man zeigt all diese Produktinkremente, die anstehen, die gemacht werden müssen. Man schaut, wie viele Ressourcen man hat und man beurteilt und bewertet miteinander, wo man jetzt diese Ressourcen am besten investiert, wo es am meisten Nutzen hat. Das geht nachher runter über die Arbeitsmethodik bis hin zur Organisationsform. Diese Methoden haben sich eigentlich gut bewährt und man hat dann gemerkt, dass man in einer bimodalen Welt, also neue Arbeitsmethoden, aber eine klassische, strukturierte, silo-orientierte Organisationsform, dass es das nicht bringt. Und von dem her sind jetzt auch hier längere stärker, greifen eigentlich diese agilen Organisationsformen durch. Holacracy als eines dieser Beispiele, was gebraucht wird. Wenn ich auf die Zeit blicke, merke ich, dass ich ein bisschen pressieren muss. Ich möchte den Bogen oder die Brücke schlagen auf die Berufsbildung. Was Sie hier sehen, das sind die Kompetenzen, die ein Informatiklernender im Verlauf seiner Lehre antrifft. Er muss sie können, er muss sich damit auseinandersetzen etc. Dieses Slide, und ich sehe das ein bisschen an den Reaktionen, das ist natürlich hoffnungslos veraltet. Es ist aber nicht so alt. Es wurde vor 3 Jahren, habe ich einen Lerncoach gebeten, mir dieses Slide zu erstellen. Und ich glaube, es war wahrscheinlich 2 Monate, nachdem man es geschrieben hat, schon veraltet. Halbwertzeit von Fachkompetenzen, die nimmt dramatisch ab. Was heute gilt, ist morgen oder übermorgen überholt. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt ist, Wissen, der Umgang mit Wissen hat sich verändert. Fachwissen ist
jederzeit und überall zu abgreifbar. Also das heißt, man muss es nicht mehr, es lohnt sich gar nicht, das auf Vorrat zu lernen. Deshalb konzentrieren wir uns bei der Swisscom in der Berufsbildung nicht auf diese Fachkompetenzen. Wir konzentrieren uns auf diese Kompetenzen, auf Sozial- und Methodenkompetenzen. Wir sind überzeugt, wenn junge Leute eine Reflexionsfähigkeit haben, wenn sie wissen, was sie am Schluss können müssen, was sie gelernt haben in einem Projekt, wenn sie das reflektieren können, sich daraus Ziele setzen können, was sie in einem nächsten Projekt lernen möchten, das sind Kompetenzen, die ihnen helfen werden, wie auch immer sich die Berufswelt verändert, sie später durchzusetzen. Wie macht man das? Also wie machen wir das? Unser Ansatz ist Markt statt Plan. Wenn Lernende bei uns in die Lehre kommen, dann bekommen sie keinen Lehrplan. Sie wissen genau, wo die Lehre startet, an welchem Tag, an welchem Ort. Dort bekommen sie einen Laptop in die Hand, sie bekommen ein Handy, sie bekommen ein GEA, das sie in der ganzen Schweiz rumreisen können. Und dann gehen sie auf einen Marktplatz. Der Marktplatz wird gespiesen von allen Swisscom-Mitarbeiterinnen. Swisscom-Mitarbeiter, die können kleinere und größere Projekte ausschreiben. Sie definieren, was gilt es dort, gibt es dort dann Herausforderungen zu machen, was kann man dort lernen. Der Lernende selber, er weiß, was seine Lehre beinhalten wird und sucht sich dann eigentlich seine Projekte zusammen. Das ist ein bisschen wie bei einem Buffet im Hotel, man kann sich da sein Menü zusammenstellen. So sieht auch sehen keine zwei Lehren bei uns genau gleich aus, mit allen Vor- und Nachteilen. Die einen haben einen sehr bunten Teller, die anderen haben eher ein bisschen eine eintönigere Ernährung. Dass das nicht überhand nimmt und nicht zu fest um sich greift, haben wir die Rolle des Lerncoaches, des Lernbegleiters. Er ist eigentlich so die Konstante in einer Lehre bei einem Lernenden, begleitet den Lernenden in diesem Prozess. Und der dritte Akteur in diesem System, das ist der Projektanbieter, eben der diese Projekte anbietet. Es kommt vor, dass Lernende ein Projekt wollen, das sehr attraktiv ist und sie bekommen es nicht. Dann müssen sie lernen, sich zu verkaufen, sie müssen lernen, sich zu positionieren. Manchmal akquirieren sie sich auch selber Projekte, alles Dinge, die ihnen helfen werden, sich später auf dem Arbeitsmarkt zu bewegen. Und was für die Lernenden gut ist, das werden wir auch für unsere Mitarbeitenden einführen. Hier sehen Sie, wie wir glauben, dass die Zukunft eigentlich stattfinden wird. Wir glauben, dass Mitarbeitende ein individuelles Skillprofil haben werden, dass sie laufend ergänzen, laufend pflegen werden und dass es auf der anderen Seite einen Marktplatz mit Job-Assignments geben wird, dass es Allokationsformen geben wird, dass Mitarbeitende sich auf Projekte bewerben, aber auch je länger, stärker, dass clevere Algorithmen automatisch Projekte vorschlagen oder Arbeitseinsätze vorschlagen, die zu einem Skillprofil passen. Zurückkommend auf die Agilität, ein agiles Skillprofil ist für mich ein individuelles Skillprofil, eines, welches sich dauernd weiter bewegt. Wenn wir so ins Heute reinschauen, dann sagt man ja, ich bin ein Schreiner oder ich bin ein Informatiker oder ich bin ein Metzger und das ist ja nicht anderes als ein standardisiertes Skillprofil. Ich glaube, die Zukunft, die wird den individuellen Skillprofilen gehören. Wir haben heute diese Beispiele gesehen. Auch ein Schreiner mit sehr, sehr hohen Computerkenntnissen eigentlich braucht. Das wird alles eigentlich verbunden werden. Wir haben heute über soziale Plattformen, ein Mitarbeiter hat heute die Möglichkeit, sein individuelles Skillset zu zeigen, jedem Mann zugänglich zu machen. So wird gesucht. In Zukunft werden Sie nicht mehr Inserate in der Zeitung oder im Netz suchen nach einem Schreiner oder so, sondern es werden sehr, sehr individuelle Skillsets eigentlich in den Markt gebracht. Je länger, stärker passiert das auch über Active Sourcing, Active Searching. Also man sucht ganz gezielt, was man braucht. Und das ist erst der Beginn eigentlich eines ganzen Ökosystems von eigenverantwortlichen Tools. Das hier, was Sie hier sehen, ist meine My Impact Suite mit dem Stichwort Mein Beitrag steht im Zentrum. Ich habe darin die Möglichkeit, mich mit meiner Arbeitsmarktfähigkeit auseinanderzusetzen, über einen Development Checkpoint zu erfahren, wo ich stehe mit einer Entwicklung und mir Entwicklungsziele zu setzen für die Zukunft. So pflegen wir laufend weiter und bauen wir laufend aus. Credo ist hier, viele kleine Tools, die helfen, Leute weiterzubringen, als das ganz große, riesige Tool, was alles kann. Wenn man zusammenfassen will, worum geht es? Am Schluss geht es immer wie stärker um das,
Es geht darum, dass wir motivierte, und zwar intrinsisch motivierte Personen finden. Ich bin überzeugt, wenn man den ganzen Tag anschaut, bei aller Digitalisierung, bei allen Plattformen, bei allen cleveren Algorithmen, am Schluss geht es immer noch um die Menschen, die im Zentrum stehen, und die Menschen werden die Differenz ausmachen. Und das sind auch die Menschen, die wir zu uns bei Swisscom holen möchten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.